Hallo, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Top 10 Video. Heute die 5 Sevens. Wir beginnen hier wie immer auf dem 10. Platz und gehen dann sukzessive hoch auf Platz 1. Auf dem 10. Platz liegt die 5-7 Fall Hazard. Guckt euch mal das Teilchen an. Vertigo Collection ist ja klar, ne, macht ja nur Sinn. 225 Euro bis 1031 Euro. Das macht wiederum nicht so viel Sinn. Also wahrscheinlich schon, ja, jetzt kommen dann gleich 12 Erklärungen. Ja, weil man die benutzt für irgendein Trade-Up zu, was weiß ich, deiner Mutter. Darum, ja, geiles Teil. Sehr, sehr schön. 10. Platz und trotzdem schweineteuer. Es könnte sogar der teuerste Skin überhaupt sein auf der gesamten Liste. Wenn ich hier mal ganz kurz so durchscrolle, könnte das hinkommen. Das ist ein schönes Teil. Mir gefallen die Farben und dann halt in dieser Verbindung Vertigo, der fallende Knilch, Fall Hazard. Perfekt. 9. Platz für 10 Cent bis 48 Cent. Der violente Damian. Oh. Haben wir schon ganz, ganz oft dabei gehabt. Auch schon oft in den Giveaways gehabt. So als Filler-Skin, als kleinen Filler-Skin. Und ich finde es halt einfach geil. Der Skin ist komplett auf dem gesamten Waffenkörper drauf. Sieht super aus. Kann man nicht sagen. Also tippeltitopp. Weiter geht's. 8. Platz. 1,14 Euro bis 2,86 Euro. Die 5-7 Boost Protocol. Sehr schönes Teil. Auch für Black and White finde ich noch funktionierend für so ein Loadout. Klar, die hat jetzt auch ein bisschen Rot oder sonst was halt drin. Rot, Orange und so. Aber so overall würde ich sie schon eher als na gut. Ja, doch, komm. Kann man noch reinmachen. Ich hatte schon ein Video gemacht vor längerem Black and White Loadout. Ich glaube sogar zwei Videos. Einmal in günstig und einmal in teuer. Und ich bin mir nicht sicher, ob die da mit dabei war. Aber es ist schon ein schniekes Teil. Kann man sich nicht beschweren. Die 5-7 Monkey Business liegt auf meinem 7. Platz. Preislich 1,78 Euro bis 12 Euro. Habe ich mir damals gewünscht. Live im Stream geschenkt bekommen. Mega geil, kann ich nur empfehlen. Auf Skin Baron vorbeigucken natürlich. Da habt ihr viel günstigere Preise. Und let's go weiter zum nächsten Platz. 14 Euro bis 41 Euro, die 5-7 Fairy Tale. Ach, guck mal, da ist doch Debbie drauf, das erkenne ich sofort. So ein schönes Teil. Hier, das habe ich gemalt übrigens, das habe ich auch mal, da habe ich mal ein bisschen was hinzugefügt, ne, zu dem Skin. Haben wir auch schon oft in den Giveaways gehabt, ist ein schönes Ding. Also ich spiele die auch gerne mal, warum nicht? Berries and Cherries und hier bei CS2 ist der Übergang irgendwie komisch. Er war noch komischer, glaube ich. Hier hattest du nur so einen schwarzen Strich, glaube ich, eine ganze Weile lang. Jetzt ist es zumindest so ein bisschen fadend, aber war das bei Go auch so? Ich könnte mir, also irgendwie könnte ich schwören, dass die bei Go ein bisschen besser ausgesehen hat. Also der Übergang hat besser ausgesehen. Das Glänzen ist natürlich geile Meile, na sicher. Aber der Übergang war irgendwie schicker. Preislich stehen wir bei 79 Euro bis 87 Euro, auch ziemlich eng gesetzt. Natürlich müsste das Rote und das Blaue sich nicht noch komplett nach unten halt ausbreiten auf den Griff und so weiter. Aber es könnte halt irgendwie noch was sein. Und nicht einfach hier so Default. Ich glaube, es ist einfach Default da unten. Platz Nummer 4, 10 bis 24 Euro, die Case Hardened 5-7. Und hier habe ich direkt nochmal eine schönere Variante, wobei meine Variante nicht so geil glänzt, aber dafür halt ein besonderer Skin ist. Und zwar habe ich hier eine Ocean Man am Start. Wie gesagt, die ist nicht so hardcore glänzy wie das Main-Ding gerade eben, aber schon sehr, sehr geil. Ja. Also alleine deswegen, weil ich halt diesen persönlichen Bezug habe, dieses besondere Teil, finde ich die ja, liegt die halt auf dem 4. Platz. Die glänzt aber auch sehr schön. Es gibt nicht so viele glanzy, bubanzy Skins hier bei den 5-7s. Es kommt noch mindestens einer in den Top 3. Ja, und jetzt kommen dann wieder meine Top 3. Ich mache es einfach weiterhin aus der Gewohnheit heraus. Falls du mitraten möchtest, was auf meinen vorderen drei Plätzen liegt, dann mach das gerne. Ihr habt kurz Zeit. Und das war's, let's go. 3. Platz, 5-7 Copper Galaxy. Und jetzt guckt euch mal das hier an. Oh Gott. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Die ist wirklich krass. Also das ist so der glänzendste Skin überhaupt bei den 5-7s. Wenn ich richtig geschaut habe, aber ich habe bestimmt richtig geguckt. Schade hier auch wieder, dass es nicht weiter nach unten geht. Das wäre vielleicht auch etwas übertrieben, wenn das gesamte Ding so kupfermäßig glänzen würde. Ja, aber man könnte doch noch irgendwas anderes nach unten hin machen. Irgendwie heller machen oder was weiß ich. Irgendeine Andeutung auf anderes Metall oder sowas. So ist es halt bisschen Lellebäbel. Habe ich den Preis schon angesagt? 8 Euro bis 9,53 Euro. Kann man auf jeden Fall machen. Immer noch finde ich recht günstig dafür, dass man so einen absolut krassen glänzy Skin dann in der Hand hat. Aber was ist jetzt auf einem 2. Platz, wenn so ein krass glänzender bereits auf dem 3. liegt? Da haben wir die Angry Mob liegen. Guck mal, einer schaut 2 Euro bis 10 Euro. Das war, glaube ich, früher mein Platz 1. Jetzt halt Platz 2, ne? Ich habe mich mal wieder besonnen für meinen ersten Platz, denn da gibt es eigentlich nur eine Sache, die da drauf liegen kann. Und das wird wahrscheinlich jeder, der mich kennt, erraten, was jetzt auf dem nächsten Platz kommt. Na klar,
Die Hyperbeast, ist ja logisch. Ich hatte, glaube ich, die Hyperbeast bei den letzten Jahren weiter hinten. Die ist so ein bisschen gefallen. Die Skins sind generell, glaube ich, ein bisschen gefallen bei mir und waren nicht immer auf dem ersten Platz. Also ich habe gerade heute speziell wieder drauf geschaut, es ist so geil. Vor allem jetzt am Anfang von CS2 waren diese Skins ja sehr matt mitunter. Jetzt ist es überhaupt nicht mehr so. Sieht so geil aus. Guck dir mal dieses, diese Nase hier oben, dieses vollgeblutete Ding an, das irgendwo reingestochen hat gerade. Sieht einfach so geil aus. Ich find's absolut krank. Erster Platz, der Preis 28 Euro bis 109 Euro. Geht auf jeden Fall auch klar. Hier nochmal der Tipp. Guckt bei Skin Baron, dort kriegt ihr die Dinge meistens deutlich günstiger und unterstützt mich dabei gleichzeitig noch. Der Link ist in der Beschreibung. Dankeschön dafür. So, das wär's dann soweit mit der Top 10 wieder. Natürlich hauen wir ja auch wieder eine 5-7, eine passende 5-7 raus. Leider hat sie es nicht auf die Liste geschafft, aber ich finde, sie ist tatsächlich stark in Richtung Copper Galaxy gehend und wäre auch ein Stück weiter oben in der Richtung einsortiert worden, aber ich kann halt jeden Platz immer nur einmal belegen und kann aber auch nicht ewig nach hinten rutschen, sonst, also nach oben rutschen, sonst, ne, fliegen ja dann praktisch der erste Platz weg, wenn ich noch einen dritten Platz und noch einen dritten Platz und noch einen dritten Platz mache. Es gibt die 5-7 Flametest für euch heute zu gewinnen. Die Codephrase ist folgende: Hast du bereits einen 5-7 Skin bei dir im Inventar? Ja oder nein? Und falls ja, welcher ist es denn? Das, wäre es dann soweit wieder mit dem Giveaway gewesen. Wird dann wieder demnächst aufgelöst. Ich habe gerade letztens zwei auf einmal aufgelöst, damit wir langsam wieder Land gewinnen, was die Giveaways angeht. Hier bedanke ich mich dann wie immer bei euch fürs Zusehen. Danke auch für die Kommentare und für die Likes. Wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Ich streame dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Vielen lieben Dank an Createx für die Editiererei und die Schneiderei. Kuss geht raus. Und bis dann. Later. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.